Guten Morgen. Heute an Tag 4 habe ich auch wieder ordentlich was vor. Da hinten hin ist ja die Saalequelle an den kleinen Hügel da, an den Bergrücken. Ja, da möchte ich heute hin. 80 Kilometer auf einer selbstgeplanten Route. Das geht zwar hier erstmal bergab, aber wie man aussieht, das geht hier hoch und runter. Ich fahre quer zu den Tälern. Also das könnte ganz schön anstrengend werden, aber ich habe es mir ja ausgesucht. Boah. Ja, die Sonne hat mich verlassen. Es wird auch die nächsten Tage, wo kaum noch Sonne scheint, eher noch schlechter werden. Ich hoffe, dass ich heute wenigstens noch trocken werde. Und was ich noch verlassen werde heute, ist das Bundesland Sachsen. Ich gehe rüber nach Bayern heute. Ja, was der Tag so bringt, ja, werden wir sehen. Ich hoffe wieder auf schöne Bilder. Also, denn viel Spaß dabei. Da oben war ich, ja, das ist Schöneck. Ja, gerade eben ging es richtig kräftig bergab. Natürlich Hobbystraße, da konnte man nicht rollen lassen und dann gegen Anstieg. Ja, boah, aber so wird es wohl den ganzen Tag heute laufen. Jetzt bin ich angekommen im Tal der Weißen Elster. Jetzt könnte ich mir es einfach machen, im Zug einsteigen. In 2 Stunden wäre ich in Münchberg und dann ein paar Kilometer dann wäre ich schon an der Quelle. Aber nein, ich nehme die Herausforderung an, um hier über die Berge zu fahren und durch schöne Vogtland. Ja, könnte so schön sein hier der Platz, aber hier wird gerade frische Landluft verteilt. Rehau ist mein nächstes großes Ziel, was ich anfahren werde. Ja, bis jetzt ging es noch mit der Steigung ganz okay, aber kalt ist es. Ja, die Schafskälte, die hat mich hier voll erwischt.
boah, man weiß gar nicht, Jacke an, Jacke aus. So ein bisschen grenzwertig. Ja. Aber schön ist es ja hier im Vogtland. Nun ist es gleich soweit, ich mache rüber nach Bayern. Ja, die Dreiländereck drauf, ja, wo ich hier stehe, ist noch Sachsen. Gleich da vorne ist Bayern und da drüben, da ist Tschechien. Ja, kalt ist es, ein kleiner, feiner, kalter Wind geht hier durch. Ja, schön ist es ja hier und ich habe auch jetzt Hunger. Ja, hier hinter dem Turm wird es wohl gehen, noch ein bisschen zu frühstücken. Da wird es ein bisschen windschattiger sein, aber die Aussicht ist ja natürlich auch klasse. Hier bin ich jetzt am richtigen Dreiländereck. Hier Bayern, Sachsen, Tschechien, der Pfahl. Müsste genau das Dreiländereck sein. Schönes Plätzchen hier. Ja, da bin ich nochmal hingefahren. Hier bin ich ja sonst vielleicht nie wieder. Also habe ich es mitgenommen. Sehr schön hier. Aber es muss weitergehen. Sonst komme ich heute nie an. Bei der schwierigen Strecke heute. An Rehau bin ich schon vorbei, das habe ich nur gestriffen, denn meine Route führt jetzt Richtung Schönwald und Selb und runter zu Eger. Und man könnte ja auch direkt abkürzen zur Saale, denn da hinten auf dem Straßenschild, da steht Schwarzenbach an der Saale, nur noch 10 Kilometer. Aber ich mache einen größeren Bogen durch eine hoffentlich schöne Gegend, die wollte ich nämlich mir noch anschauen heute.
Jetzt war eine schöne lange Abfahrt von Schönwald runter. Jetzt bin ich hier mitten in der Porzellanstadt. Gelb, ja. Wetter, es fängt schon an zu tröppeln. Es soll heute eigentlich noch trocken werden, aber dieses nervige Tropfen fängt schon wieder an. Aber ich habe das schon 50 Kilometer geschafft, 30 soll ich noch, also alles ganz easy. Ist gerade mal 12. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Meine grobe Richtung ist Marktleuten jetzt. Da war doch rein zufällig so ein Schnellimbiss auf dem Weg. Mal schnell rein und was gegessen. Oh, und leider, jetzt wird das Tröpfeln doch schon ein bisschen stärker. Oh, 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 oh. Zum Regenklamotten anziehen lohnt das echt wieder nicht. Das ist wieder so ein, wieder nicht entweder oder. Nur so ein Tröpfeln, das nervt schon wieder. Aber landschaftlich ist es hier auch wieder toll. Sehr toll. Hier ist noch mal eine Karte, dann kann ich noch mal schön zeigen, wo ich jetzt längs fahren will. Da bin ich. Das ist der Brückenradweg hier anscheinend. Aber ich werde hier abbiegen. Hier längs Marktleuten. Und dann meine ich, habe ich eingeplant, so hier vorbei. Weißenstadt. Und dann geht es hier hoch. Nee, doch da. Da geht es hoch zur Quelle. Hinüber zur Saale. Ja, ist noch ein ganzes Stück. Aber ich glaube, landschaftlich wird es doch schön sein. Das müsste auch hier unten der Fluss, die Eger sein. Ich bin jetzt im Egertal angekommen. Den Flüsschen folge ich jetzt erstmal so ein bisschen bergan. Ja, Kilometer 60 habe ich schon heute. Läuft eigentlich ganz gut. Der Regen hat auch wieder aufgehört. Wärmer ist es auch geworden. Ja, könnte schon gut so weitergehen. Ich hoffe, der Weg bleibt auch erstmal ein bisschen gemütlich. Thank you.
Ach, da bin ich jetzt durch, Marktleuten. Tja, und nun hat mich das schlechte Wetter richtig eingeholt. Regenradar sagt, auf breiter Front kommt jetzt Regen. Schade, ich dachte, das wird heute noch was. Aber trocken komme ich jetzt nicht mehr an der Saalequelle. Scheiße. Naja, aber wenigstens hat sich jetzt entschieden für Regen. Ja, schön ist es hier, auch bei Regen. Ja, bisschen stillleben jetzt im Video. So viel Vorbeifahrten oder so gibt es nicht. Weil es ist ein bisschen blöd mit dem externen hier Mikrofon da oben drauf im Regen. Aber schön ist es hier auch, muss ich sagen. Auch im Regen. Es hat sich jetzt richtig schön eingeregnet, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber jetzt merke ich den Unterschied zwischen Herbst und Sommer. Man schwitzt doch ganz schön unter den Regenklamotten. Und das Rad wurde gerade sauber. Und was ist? Hier kommt ein Schotterweg und jetzt alles wieder dreckig. Ja, vielleicht kommt bald wieder Asphalt, Schrecke. Dann wird es mal wieder sauber. Ja, aber die nächste Station, Weißenstadt, ja, die ist gar nicht mehr so weit. Ja, und dann muss ich noch einmal hoch zur Quelle, das geht über den Berg. Da graust mir das jetzt vor meinen Regenklamotten. Boah, da werden mir heiß. Aber da muss ich durch. Weißenstadt mittendrin, Punkt 3, ja. Könnte alles viel schöner sein, ist echt eine schöne Gegend, ja, man sieht nichts vom Fichtelgebirge jetzt und vom Ochsenkopf, hier ist auch, die Mainquelle ist auch irgendwo hier, aber ich fahre ja zur Saalequelle und da geht es gleich richtig hoch, ja. Das müsste nur noch ein paar Kilometer bis zum Anstieg sein, ach, es könnte alles so schön sein, aber muss man halt das Wetter nehmen, wie es kommt. Hier ist nochmal eine schöne Karte. Ja, ich bin jetzt hier am See, am Weißenstädter See. Da geht es hier rum. Hier weiter. Hier oben ist die sächsische Saalequelle. Da möchte ich hin. Es wird sehr steil werden, glaube ich. Und hier unten ist zum Beispiel auch die Egerquelle. Kann man schön sehen. Hier der Schneeberg und nicht der Ochsenkopf ist das. Und hier unten ist der Weiße Main schon. Und naja, da unten wäre irgendwo die andere Quelle vom Main. Da komme ich ja nicht hin, aber mein Weg führt mich jetzt dahin. Hoffe ich bei dem Wetter jetzt. Mann. Und dann, glaube ich, werde ich mal gucken, dass ich irgendwo unterkomme. Eigentlich ist hier ein Campingplatz, aber nicht bei dem Wetter. Ne, das ist mir zu kalt, zu nass. Es soll ja auch noch lange weiter regnen. Das wäre ein bisschen, boah, uselig und auch noch zu früh. Nur noch 2,3 Kilometer, aber ich glaube, die werden noch schwierig.
Ich habe es hier hoch geschafft. Was eine Strecke hier hoch, aber echt schön. Ich bin jetzt so glücklich, hier zu sein. Auch wenn das so doll regnet gerade, es gießt richtig. Aber ich bin jetzt guter Laune. Ich habe es geschafft. Ich bin hier. Boah. Jetzt geht es doch eigentlich nur noch bergab, oder? Ja, so leicht ist der Saale-Radweg nicht. Boah. Aber das sind ja über 400 Kilometer. Oder 400 Kilometer sind es jetzt noch. Bis Barbie, bis zur Mündung. Boah. Da habe ich jetzt wieder noch was vor. Aber ich habe ja noch ein paar Tage. Was heute noch los ist, was passiert, vielleicht gar nicht mehr viel, aber ich bin ja so glücklich hier zu sein und der Rest des Tages, ja, also Campingplatz wird glaube ich nichts. Ich glaube, ich suche mir wieder ein warmes Bett heute. Hier kann man noch mal schön den Weg sehen, den ich fahren will. Barbie, da war ich doch noch vor ein paar Tagen. Ja, 427 Kilometer noch. Ganzes Stück und das wird auch wieder nicht einfach werden, besonders das erste Stück. Bis zu Felden, dann wird es ein bisschen besser, ein bisschen flacher. Aber ich habe es mir ausgesucht und ich habe auch trotzdem noch Lust, auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Naja, aber im nächsten Ort, da habe ich geschaut, da sind zwei Gasthöfe. Ich hoffe, die haben ein warmes Bett für mich. Also ich habe jetzt nicht mehr viel los. Zelten, ja, auf der anderen Seite wäre was, ja. In Weißenstadt, aber nee, zurück fahre ich auf gar keinen Fall mehr. Und in eine andere Richtung ist, kommt auch erstmal gar nichts mehr. Naja, okay. Dann ist erstmal wohl Schluss für heute. Ich werde jetzt erstmal runterfahren. Mal sehen, ob ich da was kriege. Ich bin noch mal gut angekommen hier in Zell. Ja, was für ein Tag. Schade, schade. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Strecke, aber das Wetter war ja mal nicht so gut. Ja, aber eine Abmoderation wollte ich jetzt ja noch machen. Dann bin ich trotz Regen noch mal rausgegangen. Und dann habe ich hier den alten Steinbruch gesehen, also auf der Karte. Und dann bin ich hier noch mal hingegangen, um noch mal ein bisschen was zu bieten. Ja, ein schöner, sehr schöner Tag werden können von der Landschaft her. Leider, leider, das Wetter, es war ja anfangs, ging es dann alles noch, zwar grau, 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 hoch und runter, 1200 Höhenmeter auf 86 Kilometer sind heute zusammengekommen. Auch kleine Highlights wieder dabei, wie das Dreiländereck war sehr interessant, oder ach, eigentlich die ganze Strecke war ganz okay, auch auf den Bahntrassenradweg oder hier zum Weißenstädter See, man hätte auch so schön aussehen können, wenn da die Sonne geschienen hätte, zumindest trocken. Aber naja, ich muss nehmen, wie es kommt. Die Wetteraussichten sind auch nicht gut für morgen. Naja, egal, ich muss morgen wieder weiter oder will morgen noch mal weiter. So um die 80 Kilometer habe ich gedacht. Ja, aber an der Saalequelle oben, ja, durch den Regen war ich da wie alleine. Das war das einzig Gute. Naja, ich hoffe, es geht gut weiter morgen. Also, dann hoffe ich, dass ihr da morgen auch dabei seid bei der nächsten Etappe auf dem Saale-Radweg. Also danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.